Hallo Leute und willkommen hier heute mal wieder zu einer neuen Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ja, in der letzten Folge haben wir, ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, sind wir von Jakku geflohen und jetzt sind wir auf dem Weg nach Mads Castell, auf nicht schwäbisch gesagt. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig sonst ausgesprochen. Und ja, ich würde sagen, labe ich gar nicht so viel rum und legen wir direkt los. Let's go! Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal rein. Zack. Und landen. Bin ja gespannt, wie sie die Mission gemacht haben. Also ich muss sagen, der Fight hat mir jetzt auch nicht gar so schlecht gefallen eigentlich. Also der konnte sich schon aufsehen lassen, fand ich. Ja, aber wir sehen ja, wie Lego Star Wars die Skywalker-Saga das Ganze hier umgesetzt hat. So, vielleicht landen wir dann auch mal. Perfekt. Einwandfrei. Takodana. Also gleich Riesentruppe. Ich nehme auf jeden Fall direkt Chewie oder Han. Wer als erstes kommt, Han. Weil ich, ja, ich mag auf jeden Fall Ranges mit Abstand. Mars ist ein bisschen speziell auf ihre Art. Also ist es besser, wenn ich rede. Und was noch wichtiger ist, starrt sie nicht an. Han Solo! Das war nicht auch so geil. Hallo Mars! Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Ray, alles in Ordnung? Es ist nichts, ich will mich nur mal umsehen. Oh, jetzt muss ich mir das schon wieder aufteilen. Es geht zu dem Lichtschwert von, Ding. Skywalker von Anakin. Echo! Oh Gott, Halleluja. Das ist schön. Oh nee, ich hätte eigentlich das. Oh, die hat jetzt ja die Pistole bekommen von Han. Stimmt. Ich bin ein Jedi. Ja, ja, das wissen wir. Bringt das irgendwas, was ich hier mache? Ah, ich glaube, wir müssen so eine Treppe bauen. Denke ich jetzt mal. Damit BB-8 da hochkommt. Viel zu lang. Yoda, was geht? Der gute alte Yoda. Ist das jetzt so oder ist es eigentlich dumm, was ich mache? Kann sein, dass es funktioniert. So, BB-8. Ich mag Sachen nicht. Kommt da noch was dazwischen? Noch irgendwas irgendwie? Ah, wartet mal. Nein, nicht so hier so. Und dann muss das hier noch irgendwie dazwischen. Kann sein. Dann kann ich das hier nämlich noch greifen und das hier. Ah, ich kann es nicht weiter nach hinten schieben. Warte, ich probiere es mal nochmal. Ah, es funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Oh, Halleluja, ich dachte schon. So. So, zack. Halt. Nein. Oh, jetzt fängt es schon wieder an. Jetzt fängt es wieder nicht. Also. So, jetzt. Ach Gott. Ihr wisst, Leute, ich mag das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann es jetzt mit der Zeit schon, aber es ist immer stressig. Oh, okay, aber wir haben es wenigstens geschafft. Ich war diesmal nicht komplett dumm und habe gecheckt, wie man es machen muss. BB-8, kannst du nochmal fahren? So, also gut. Wohin? Ah, hier lang. Jetzt nochmal wieder Ray. Weißt du, die folgt einem auch nicht, sondern die chillt dann einfach da. Und obwohl sie hier eigentlich. Egal. Jetzt kommt Skywalker das Licht wieder raus, oder? War doch die Szene. Ja, 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 klar. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's hier. Nein, komm
Rey? Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Ja, ich weiß es nicht, aber sie nimmt es jetzt trotzdem und gibt es... Ah, okay, ich spoiler nicht. Sorry, Leute, die den Film nicht kennen. Sorry, ich spoiler nicht. Das war die Republik. Die erste Ordnung war es. Sie hat es getan. Und da kommt schon die erste Ordnung. Wo ist Rey? Wo hast du es her? Nimm es. Finde deine Freundin. Diese Bestien. Sie sind hier. Ach so, ja, genau. Rey! Ich weiß nicht. Rey! Wo ist sie? Los, weiter! Oh mein Gott, ich kann mit ihm einfach mit einem Lichtschwert jetzt kämpfen. Oha, Digga, was geht jetzt ab? Ich frage uns mal wieder weg, weil wir raus jetzt irgendwie. Wo geht's raus? Da so geht's raus. Nicht so. Oh ja, da kann ich mich erinnern. Aber die war, was ich muss sagen, ich bin nicht der Fan von den Sequels, ich mag die eigentlich auch am wenigsten. Aber ich muss sagen, der Anfang von Episode 7 jetzt hier war eigentlich schon ganz okay. Also das konnte ich schon sehen lassen. Und wenn wir nicht vorne jetzt nicht ganz so gesehen so, wenn ihr denkt, das war ganz gut. Dann auch noch Ben Solo, dann Rey, so, ihr wisst, was ich meine. Ich werde jetzt nicht spoilern hier, aber ich denke, die meisten werden von euch dann eh den Film schon gesehen haben. Genau, jetzt kommen noch die. Und, ah ne, da kommt einfach nur der eine. Meine 2199. Ein Freund von dir? Nicht direkt. Ja, er scheint auf eine ordentliche Begrüßung zu bestehen. Und dem kann man auch irgendwie nicht ausweichen. Kann man die Dinge abblocken? Nee, die kann man nicht abblocken. Ja, komm her. Komm her. Warum kann er nicht spielen? Achso, er hat keine Macht. Hallo! Oh, was ist denn draufgegangen? Ich meine, ich kann so nur bitte. Ich will jetzt bitte. Komm her! Oh, Granate auch noch mehr mit. Ich schieße da noch so eine Granate, Alter. So, bam! Nein! Raus da! Ja, das nenne ich mal ein Wahnsinnspilot! Oh, komm. Ohne Witz. Oh Gott, da kommt Rey. Was machst du schon wieder, Rey? Das Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Die Karte. Du hast sie gesehen. Ja, hatte. Rückzug. Vergesst den Ruinen. Wir haben, was wir wollten. Er hat sie. Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ich weiß. Leia. Oh. Du hast eine andere Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Ich habe ihn gesehen, Leia. Ich habe unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf der Kar. Dort können wir weiterreden. Ah, nee, die Szene ist nicht drin, C3PO. Vielleicht erkennt ihr mich nicht wegen meinem neuen roten Arm. Das fand ich auch geil. Wo müssen wir hin hier hinter? Begib dich nach Aqua oder wie auch immer. Wie gesagt, die Sequel-Planeten, sag ich jetzt mal, die kenne ich nicht so gut. Die Prequel und Originalen schon. Aber wie gesagt, die kenne ich nicht so gut, deswegen. Eher nicht. Oho, ich habe weitere neue Tipps in meiner Datenbank. F einsteigen. Und nicht ab nach Aqua. Wie auch immer. So, Basis des Widerstands. Ab geht's. Und...
So, gut, dann würde ich sagen, es ist ein Lieferraum. Irgendwie dauert es immer ewig, aber es ist keine Ahnung. Aber man kann das Schiff hier sogar steuern, während das ist geil. So, und schon sind wir da. Basis des Widerstands. So. Und jetzt kommt ja. Ah ne, das freue ich jetzt nicht, aber die meisten werden jetzt wissen, wer ja gleich wieder auftaucht. Hat wohl wieder einen Sinn. Und wer da schon steht. Poe. Poe? Poe Dameron, du lebst noch? Kumpel! Was ist mit dir passiert? Ich bin aufgewacht und du warst weg. Das Schiff, alles. BB-8 sagt, du hast ihn gerettet. Wir sollten mit General Organa reden. Sie wird hören wollen, was du zu sagen hast. Ja, das komm, BB-8. Auch. Hoffentlich müssen wir dann nicht wieder so viel Treppen laufen wie das letzte Mal. Wo mir da ein bisschen noch die Folge. Das war richtig krank. Da mussten wir, ich glaube, 5 Minuten nicht übertrieben Treppen hochlaufen. Han Solo. Ich bin es, C-3PO. Vermutlich erkennt ihr mich nicht aufgrund meines schicken roten Armes. Wie ich zu ihm gekommen bin, ist eine interessante Geschichte. Wen nennst du hier einen alten Langweiler? Ja, jetzt werde ich es verbrechen. Nein, nein, C-3PO ist schon in Ordnung. Geschichte fortsetzen. General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Finns Bericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnian-System zerstört hat. Hm? Oh, Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Sie besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Also, so geil. Okay. Begib dich, du... Ich kann ja Deutsch mehr. Begib dich zur Starkiller-Basis. Allerdings würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Lego Star Wars, die Skywalker-Sage. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge ebenfalls gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.